brauche ich noch ein bisschen was Holz. So, das dürfte aber reichen, denke ich mal. Müsste ich nach hier hin. Das sollte dann... Könnte ich das hier wegreißen. Also hier könnten wir Gravel drauf tun. Oh, das Gebäude. Das ist alles mit Holz. Die Treppe praktisch so eine Doppelwand, so ungefähr, sag ich mal. Ich halt nur von unten gucken, wo ich die Treppe dann hinsetzen werde. Vielleicht auch eine Doppeltreppe, die dann hoch zur Verwaltung geht. Auch gar nicht so verkehrt. So, mal einen Schluck aus meiner Energy. So, dann hätten wir hier den Kranz. Für das Gebäude oben drauf. Das Gebäude oben drauf. Das Gebäude, Gebäude oben drauf. Jetzt gucken wir mal gerade von unten, wo wir da die Doppeltreppe hinmachen können. Ich würde sagen, das hier passt doch voll optimal. Das ist alles genial, genial, genial. Das ist optimal, das ist optimal. Ist genau in der Mitte, oder was ist das denn? Nee. Müssen wir das wieder zubauen? Scheißendreck. So. Da kommt die Treppe rein. Skip da du bitte im Bappen Dappen Dede Aupe Badagato Schambala Badagidigido. Nein, so soll das nicht werden. Das muss wieder weg. Das muss so. Aber gleich haben wir den Mist hier doch geschafft. Und es sieht toll aus, das weiß ich doch. Das war doch schon mal falsch. Falsch war das hier. Hier kann ich die Treppen setzen. Einfach so wie ich das hier gerade so tue. Okay. So, so. So, so. So, so. Und so, so. Hehe. Nice. Oh, es passt. Das passt. So, dann können wir schon mal die Doppeltüre machen. Dann haben wir das Gebäude nämlich auch abgeschlossen hier. Das ist aber ein Anzeigebug, oder? Wie blöd das aus? Naja, egal. So, aber dann haben wir das wenigstens schon mal. Hier ist es ein bisschen dunkel, wenn ich ehrlich bin. Ja, komm, dann noch eine Fackel. Nee. Machen wir das Zeug so hier, guck mal. Da haben wir das schon gemacht. Ist egal, da muss mehr Licht rein. Dann machen wir das.
Jetzt können wir Betten craften, wenn wir auch schon mal hier sind. So, schnell die Betten rein hier. Ein Bett hier. Ein Bett hier. Ein Bett hier. Ein Bett hier. So, jetzt die Einzelzimmer. Dann ein Bett. Dann ein Bett. Drei Betten brauche ich noch. Drei Betten brauche ich noch. Das sind drei Betten. Dann brauche ich 2, 4, 6, 8. 10 Betten brauche ich noch. 10 für die andere Seite. Tralalala. Schönen Tag noch und tral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 
Ja, es ist mir egal und ich zock eh hier lieber PC als keine Ahnung was. Also, würde mich mal interessieren. Schreib's ruhig in die Kommentare. Damit ich auch weiß, was für eine Community mir hier im Allgemeinen zuschaut. Ist ja auch immer mal schön zu wissen. Gibt es zum Beispiel auch welche, die hier Minecraft zum Beispiel auf Xbox zocken? Und sich jetzt auch gerade fragen, was labert der für eine Scheiße? Minecraft, wie so PC und so, ne? Das ist... Ich zocke gerade Minecraft auf PC. Bin ja eigentlich auch so, die PC-Fraktion. Zwar jetzt die PlayStation 3 und so weiter zu Hause, aber... Ja, was heißt und so weiter? Ich habe zum Beispiel keine Xbox. Keine Ahnung, habe ich mir niemals geholt. Genauso wie damals Sega. Sega-Systeme sind total an mir vorbeigegangen. Jetzt wird wahrscheinlich die jüngere Generation fragen, Sega? Sega macht doch nur Spiele. Ja, jetzt machen sie nur Spiele. Damals ist es so gewesen, dass sie wirklich hingegangen sind, haben Konsolen entwickelt. Sega Mega Drive, Sega Master System, Sega Saturn, bla bla und Hopsessa. Könnt ihr mal als Suchbegriff in Google eingeben? Werdet ihr bestimmt noch das ein oder andere lustige Bildchen auffangen können. Und ja, ich habe immer eine PlayStation 1 gehabt, PlayStation 2, PlayStation 3 auch. Ne, habe ich mir jetzt sogar eine noch zugelegt gehabt, die Super Slim. Xbox ist total an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung warum, weshalb. Gibt es wahrscheinlich einige schöne Spiele. Und ich wurde auch schon des Öfteren gefragt, ob ich nicht mal Bock hätte, Xbox zu zocken. Ich sag mal so, zu zocken ja, aber ganz ehrlich... Weil ich weiß, da werden vielleicht ein, zwei Titel für mich interessant sein. Da werden... Nee, die jetzt zu holen noch. Jetzt, wo die Xbox One sowieso bald rauskommt. Genauso die PlayStation 4. Da werde ich erstmal abwarten, bis das die ersten großen Wellen vorbei sind. Kann sein, dass ich mir erst nächstes Jahr kaufen werde. Könnte natürlich auch sein, dass ich mich dann hinstelle... Die sehen jetzt ein bisschen anders aus. Dass ich mich auch hinstelle, so wie ich es bei jeder anderen Konsole gemacht habe. Und den Hype einfach mitzuerleben. Dass ich morgens früh zum Saturn fahre. Und mir anschaue, wie die sich um die Konsolen schlagen. Habe ich Tage übrigens ein schönes Bild gesehen. Also wer es nicht weiß, im Real Life bin ich eigentlich so unter einem... ja, wie nennt man sowas? Logistikunternehmen beschäftigt. Also Paketlieferant und Paketsortierung und sowas. Und ja, wir hatten schon die ein oder anderen PlayStation 4, die auf ihren Weg zu den großen Versandhäusern gewesen sind, in der Hand. War richtig lustig. So, jetzt werde ich auf jeden Fall ein paar Glas-Sachen hier lassen. Die kann ich ja noch behalten. Die Saplings lasse ich mal hier. Was haben wir denn noch? Rote Wolle. Die Treppen werde ich nicht gebrauchen. Kann man wieder hier lassen. Die Äpfel werde ich noch fressen. So, ich werde aber auf jeden Fall noch Steine brauchen. Vier. Und hoffe, dass die auch reichen werden, was das jetzt angeht. Mal vier Steaks ist schon mal okay. Ja, weiße Wolle bräuchten wir denn doch nochmal. Bleibt uns nichts anderes übrig. Kies haben wir dabei. Bauen wir uns jetzt gleich einfach mit Holz hoch. Da nehme ich keine Leitern mit. Wäre jetzt richtig blöd das Ganze. Ja, weiße Wolle brauchen wir doch nochmal. Quarzblöcke, Eisenblock. So ein Mist, verdammter. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich nicht. Na egal, komm. Muss gerade mal die Äpfel hier unten rein. Vielleicht werden wir die ja noch los jetzt auf die Schnelle. Haben auch da ein bisschen Platz. Die Schere nehmen wir uns mal in diese Hand. Uh.
letztens übrigens gelesen, wie man die Dorfbewohner, also Dorfbewohner-Zombies, wieder heilen kann. Du musst den Trank der Schwäche beschmeißen und dann, na komm, den mit einer goldenen Möhre irgendwie heilen. So, und den kannst du denn da, wo du ihn geheilt hast, siedeln lassen. Und, ja, zuschauen, dass er sich da langsam vermehrt. Also so kriegst du praktisch Dorfbewohner an fremde Plätze. So wirklich warten, bis das ein Dorfbewohner-Zombie dir irgendwann auftaucht, den du dann mit dem Trank der Schwäche bearbeiten kannst und mit dem mit der goldenen Möhre halt heilen. Müsste man mal ausprobieren. Irgendwo in der Wildnis gucken, Dorfbewohner, bla, hast nicht gesehen. Und dass ich so just for fun ein zweites neues Dorf erbauen,